Wann immer ein Kind in das Leben von Menschen tritt, denken sie stets, es ist Zeit zu belehren. Nein, wenn ein Kind in dein Leben tritt, ist es Zeit zu lernen. Denn zwischen dir und deinem Kind, wer ist freudiger? Wer sollte also ein Berater fürs Leben sein? Auf jeden Fall ist es besser qualifiziert als du, nicht wahr? Du musst ihm einige Überlebensstrategien beibringen, welche es sowieso lernen wird. Du kannst es auch ein bisschen lenken. Aber wenn es ums Leben geht, kann es jede einfache Angelegenheit zu einer freudigen Angelegenheit machen. Also muss es definitiv der Berater fürs Leben sein, nicht wahr? Es ist egal, wie deprimiert du bist. Wenn du ein Kind in deinem Haus hast, wirst du ohne es zu bemerken lachen. Du wirst ohne es zu bemerken spielen. Du wirst ohne es zu bemerken tanzen. Du wirst ohne es zu bemerken unter das Sofa kriechen. Dies sind keine Dinge, die du getan hast seit langer Zeit. Das Wichtigste also ist, infiziere das Kind nicht mit deinem, wie du es nennst, Erwachsensein. Das ist nicht erwachsen, okay? Dies ist nur Selbstmord in Raten. Mit irgendetwas kann er eine Situation wunderbar für sich selbst machen. Es ist egal was. Wenn du ihm ein Stück Holz gibst, vergnügt er sich damit den ganzen Nachmittag. Ist es nicht so? Du musst lernen, wie es zu leben. Und sieh, als du aufgewachsen bist, was immer für Probleme oder Sonstiges du hattest, bist du zu deinen Eltern oder zu deinen Freunden gegangen? Mit wem hast du es geteilt? Freunden. Warum können Eltern, die die Kinder vom ersten Tag an begleitet haben, keine guten Freunde sein? Du musst nur von deinem Sockel herunterkommen. Das ist das Wichtigste und sei ein Freund. Wenn es etwas hat, solltest du die erste Person sein, mit der sie dies teilen, nicht wahr? Ja? Das ist ein sehr wichtiges Schutznetz für das Kind. Es ist egal, was ihr Problem ist. Wenn du den Grad und die Offenheit der Freundschaft mit ihnen beibehältst, wenn sie zuerst zu dir kommen, bleibt die Möglichkeit bestehen, dass sie sich nicht bei etwas verlieren, nicht wahr? Vor allem in einer Gesellschaft wie dieser, wo in dem Moment, in dem das Kind aus dem Haus tritt, du weißt nicht, welche Einflüsse es einholen werden. Das Wichtigste ist Folgendes. Die Eltern sollten von ihrem Sockel steigen und anfangen, sie als Gleichwertige zu behandeln. Und das muss von Kindheit an geschehen, weißt du? Dass es dich nie als jemand sieht, der es herumschubst oder herumkommandiert oder ihm ständig Ratschläge über etwas gibt, dass du sehr wohl ein Freund bist, mit dem es reden kann und du sprichst mit ihm als einem Gleichwertigen. Wenn dies von Anfang an aufrechterhalten wird, wenn es sich entwickelt und wenn sich Möglichkeiten ergeben, falsche Schritte zu machen, wirst du die erste Person sein, zu der es kommt. Das ist etwas, das wir aufbauen müssen, nicht wahr?